Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Im letzten Part haben wir unser Silo soweit repariert, hat ein bisschen Stress im Hühnerstall, aber du, wenn so ein Fuchs mal durchdreht, du, dann ist das nun mal so, ne? Und wir sind gerade dabei, unser Inventar ein bisschen aufzuräumen, weil das so vollgemoddert ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir das nicht mehr verknusen können. Deswegen machen wir uns jetzt mal dran. So, das wollte ich alles behalten. Brot wollte ich behalten. Das kann man auch immer gebrauchen. Pfeile wollte ich ein bisschen wegtun, weil wir brauchen nicht so viele Pfeile. Die können ruhig mal erstmal so hier so rein. So, würde ich sagen. Gut, dann. Ja, das passt eigentlich. Wie sieht es jetzt hier aus? Da können wir eine Angel nochmal mitnehmen. Und wir können diese lustige Hagge, Diamant-Hagge mitnehmen. Meine Superschaufel kann man da theoretisch auch mal mitnehmen. Und diese da. Boah, Eimer kann man immer dabei haben. Ja, und Lava-Eimer 2 ist auch nicht verkehrt, ne? So. Okay, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Pass auf. Pass mal auf. Wir nehmen jetzt unsere Boxen, die wir hier oben haben. Oh Gott, was... Stellst du dein Licht unter den Scheffel im wahrsten Sinne des Wortes? Ist ja mega süß. So. Das eine soll die Werkzeugkiste werden, das hier. Das wird die Werkzeug- und Waffenkiste. Da haben wir dann drin zum Beispiel nochmal so eine Diamanthacke, das Ding, eine Angel. Leinen nehmen wir damit. Wir haben ein bisschen Pfeilbogen dabei, falls wir mal schießen müssen. Dann haben wir einen Eimer dabei. Die haben wir dabei. Die Gerüste sind da drin. So. Okay, das ist jetzt erstmal sozusagen meine Waffenkiste. Die erde ich jetzt ab. Jetzt müssen wir der eine eindeutige, wiedererkennbare Farbe geben. Wie wäre es mit Gelb? So, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich dieses Ding hier hin tun und Gelb da hin tun. Und dann wird eine gelbe Kiste draus. Wunderbar. Boop. So. Und wenn ich jetzt Glück habe, kann ich das hier umbenennen. Geil. Also nicht böse sein, aber ich nenne das jetzt mal um. Fuchs Waffenkiste. Nehmen wir das Werkzeugkiste. Werkzeugkiste. Boinks. Also, da sind jetzt Werkzeuge drin. Und das andere, da kommt dann so Essen und Gedönse rein, ne? Und was wir auch, da, guck mal, der Glücksfuchs kommt hier immer raus. Genauso wie die Glasflaschen da noch rauskommen. Das kommt da auch raus. Und das, eigentlich kommt da jetzt erstmal alles raus. Was das so drin ist. Die Raketen tun wir hier hinne. Die bunte Keramik packe ich jetzt mal. Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe gar keinen Platz für bunte Keramik. Da habe ich jetzt keinen vordefinierten Ort. Würde ich sagen, packen wir mal da hin. Wieso denn nicht? Da ist eh schon alles Mögliche drin. Bienengedönse. Ich habe hier noch ein Bienennest. Das könnten wir eigentlich mal bei unseren Bienen aufhängen. Komm. Na, wobei. Da könnten wir eine Kiste hin tun und da den ganzen Bienenkram reinmachen, auch den Honig, ne? Ist das mal ein guter Plan oder ist das mal ein guter Plan? Ja, ich stecke voller guter Ideen, ich sag euch das. Voller guter Ideen. So, das kommt weg, denn... Was haben wir denn jetzt hier noch? Die Glasflasche und so und ein Feuerzeug, das tun wir bei der Biene hin. Genauso wie das und das. Das kommt jetzt mal alles zu den Bienen. Dafür brauchen wir nur kurz noch eine Kiste. Da ist noch eine... Nee. Das ist eine Werkbank, das hilft uns nicht weiter. Eine Werkbank und ein Boot, Alter. Zwei Werkbänke... Und zwei Boote kann man auf jeden Fall auch immer noch mitnehmen. Das ist nie verkehrt, das in der Werkzeugkiste zu haben, falls man mal wieder unterwegs ist auf Reisen. Das macht richtig Bock, muss ich gestehen. Das macht gerade richtig Spaß, sich so eine Survival-Kiste zusammenzubauen. Oh, das ist jetzt auch ganz gelb. Ah. Aha, aha, aha. So, also zwei Werkbänke, zwei Boote, nie verkehrt. Und den Glücksfuchs packe ich auch noch mit ein. Na, siehst du mal. Nein, gib das her! Das gibt's doch jetzt nicht. Guck mal hier. Nein. Das ist jetzt nicht wahr. Animus, hier, guck mal hier. Ich hab hier einen Stick. Nimm doch den Stick. Guck mal hier. Ein Stick. Scheiße, das ist jetzt nicht wahr, ne? Warte, wir müssen uns merken, wer das hat. Oh, das gibt's ja wohl jetzt nicht, ne? Ich muss eben schnell Süßbären holen. Ich habe gerade keine Süßbären mehr da. Nein, Mann. Gib mir die, so. Scheiße. Animus, wo bist du? Hey. Animus, guck mal hier. Süßbären.
Animus, Süßbären. Okay, hat sie einfach gegessen. Ja, das wäre jetzt ja nicht so geil, wenn unser Fuchs jetzt mal eben unsere geile Kiste essen würde. Könntest du mir die wiedergeben, bitte? Jetzt ohne Spaß. Du kriegst auch was anderes. Wie wäre es mit, keine Ahnung, poliertem Diorit? Guck mal hier. Gönnt ihr das? Animus, komm schon. Gib mal ran jetzt hier. Oh, Missy Kacki. Da ist auch die Leine drin. Ich hätte jetzt sonst die Leine genommen und den irgendwo angeboten, damit er wenigstens nicht wegrennt, ne? Aber da ist auch die Leine drin. Unfassbar. Ich guck mal eben, ob ich noch eine hab. Also, Hashtag Real Talk. Das ist mal richtig geil gelaufen jetzt, oder? Komm schon. Und wenn der gleich abhaut, abmoved und ich finde das nicht mehr, das Ding, und dann despawnt das oder so. Ich habe jetzt einen Nachteil dieser Kisten für mich entdeckt. Wenn man Füchse hat, ist es nicht so schlau. Okay, keine Leine mehr. Die sind da alle drin. Animus, Digga, komm, wach auf. Ich brauche diese Kiste wieder. Komm schon. Gib mir ran jetzt. Geile Folge. Ja, der Fuchs wurde verarscht von seinem eigenen Fuchs, weil er hat einfach mal eben Kiste geklaut, ne? Ich trinke dann mal noch mal einen lauwarmen Kaffee, ne? Er ist tatsächlich lauwarm, weil ich mir gerade noch ein Video angeguckt habe, wie ich eine automatische Getreidefarm baue. Weizen. Ihr seht, es geht voll ab. Ihr könnt euch also schon mal drauf freuen. Das nächste ist, wenn wir denn mit unserem... Erstmal brauchen wir unsere Kiste hier wieder. Komm schon, Animus. Jetzt gib her das Ding. Arminius. So rum. Gibt's aber nicht. Ich schlag mich mal eben ins Dach rein. Gib her. Okay, doch nicht so gut. Gib mir die Kiste wieder. Scheiße, ey. Hat die jetzt aber nicht gegessen, oder? Man kann leider seine Schnute gerade nicht mehr sehen. Komm, wach auf. Ich will ihn jetzt auch nicht, ich will ihn jetzt nicht hauen oder sowas. Das macht man nicht. Wir müssen jetzt echt mal kurz warten, bis er seinen kleinen Powernap gemacht hat. Aber ich will ihn jetzt nicht alleine lassen. Komm schon, wach auf. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Kann man sich nicht ausdenken. Hab mir gerade meine Schalker-Box wichtigen Zeug gefüllt. Hau die ab, weil ich sie mitnehmen will. Zack, kommt ein Fuchs und nimmt die ins Maul. Und nu pennt er. Schön mit dem Ding in der Schnude. Und da ist all mein wichtiges Zeug drin. Alles also schon irgendwie, komm, es ist irgendwie geil, ne? Also irgendwie... Ja, jetzt komm schon, wach auf, ich brauche das wieder. Ich will jetzt auch nicht weggehen, weißt du? Das kann doch nicht angehen jetzt hier. Komm. Animus, jetzt wach wieder auf. Ich brauche den Scheiß, wir gehen schnell Beeren holen. Wir werden ein Stack Beeren benötigen. Ich sehe das schon kommen, dass die ganze Scheiße weg ist. Ohne Spaß. Dann flippe ich aus. So, aua, 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 aua. Ja, reicht. So. 7 Beeren. Eben schnell wieder hoch, damit ich das merke, wenn er wieder aufsteht. Du solltest was zu Hause bleiben und nichts bauen. Sieht wohl so aus. So. Auf jeden Fall nicht, bevor ich meine Kiste nicht wieder habe. Wenn das Ding despawnt, dreh ich durch. Ey, ohne Spaß, da ist alles drin. All unsere wertvollen Sachen, all meine geilen Waffen und alles, was ich habe an coolen Zeug, ist momentan zumindest werkzeugmäßig in dieser Kiste, die dieser schlafende Fuchs gerade in seinem Maul hat. Arminius, jetzt komm schon. Sei lieb zu Papa. Wach auf. Gib mir meine Sachen wieder. Ich muss arbeiten. Ich komme nicht voran.
Ich mach das hier auf die Internets, weißt du, das ist für die Internets. Die wollen dir nicht die ganze Zeit beim Schlafen zu gucken. Ist doch süß, ich finde das auch echt muggelig und so. Weißt du, aber wir müssen auch vorankommen, ne? Ich muss das Silo noch fertig bauen. Ich will noch eine Farm bauen. Hab mir ja gerade extra das angelernt, wie das geht. Ich vergesse das ja wieder. Ja, ich muss das ja gleich Freestyle nachbauen. Aus meinem eigenen Kopf heraus. Leute. Komm schon, man. Schubs ihn an. Und Beeren geben. Wie schubs ich ihn denn? So mit so einem sanften, schlarren Nacken. Da kann ich nicht machen. Zack! Jemand reingelangt da. Böser Fuchs. Arminius, jetzt komm. Guck mal hier, Beeren. Ich hab Beeren für dich. Lecker, lecker Beeren. Lecker, lecker Beeren. Frisch vom Feld. Okay, wir versuchen es mal. Oh, oh. Hey, Arminius. Okay, what the fuck? Er hat die gegessen. Die ist weg. Also wenn die jetzt nicht zufälligerweise außerhalb des Hauses gespawnt ist und runtergefallen ist, was durchaus sein kann. Aber ich sehe sie hier nirgends. Das kann doch jetzt nicht sein. Also ich muss jetzt auf Nummer sicher gehen. Miki, wach mal kurz auf. Okay, Miki. Oh, scheiße. Miki, nicht aufs Dach rauf. Geh wieder rein, ja. Nee. Miki, nee. Komm mal vom Dach runter. Komm mal her. Komm mal hier. Nom, 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 nom. Komm mal hier. Also heute habe ich nur Stress. Komm mal her. Alter, ich kann dich doch jetzt nicht auf dem Dach drauf lassen. Komm mal mit. So ist es fein. Okay, warte. So. Das werden wir von draußen gleich reparieren. Geil. Moin. Sie ist echt weg. Ohne Spaß. Die ist weg. Die ist echt weg. Auch nicht draußen. Okay, wie ist der Fuchs jetzt da rausgekommen? Scheiße. Komm mal wieder rein. Da war all mein Werkzeug drin. All der geile Scheiß. Alter Kacke. Ja, Leute. Der hat das echt gegessen. Der hat das einfach gegessen. Der hat das, es kam ja dieses Schluckgeräusch. Und dann war es weg. Ich bin ein bisschen... Meine Schalkerkiste. Ich hab die abgebaut. Ein Fuchs hat die in seine Schnute genommen. Da gab es ein Schluckgeräusch. Und nu ist sie weg. Mit allem, was da drin war. Ja. Der hat die einfach verdaut. Eine Spitzhacke. Zwei Boote. Ja gut, Leute. Also. Ich sag, wie es ist, ne? Da müssen wir jetzt mitleben. Das hilft nichts. Miki? Ja, geh du mal wieder rein da. Ich kann dich jetzt nicht hier auf dem... Das geht so nicht. Ich kann euch hier nicht auf dem Dach lassen. Jetzt komm, Miki. Komm mal her, Miki. Miki, 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 Miki. Komm mal ran. Was machst du da? Komm mal hier. Da, komm mal her. Miki, komm mal. Geh mal wieder rein. Guck mal, Miki. Komm, Miki. Warte bis morgen, vielleicht liegt sie dann im Häufchen. Das habe ich auch schon überlegt, das habe ich auch schon. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Stirbt zuletzt. Ja, geile Folge heute, ne? Würde ich sagen, Verdauung vom Feinsten. Wo kommt Miki, jetzt komm, du kannst doch hier nicht der Dachfuchs werden. Jetzt komm, wir müssen wieder rein. Ich habe ja leider keine Leinen mehr. So, komm Miki, komm mal hier. Ja, so ist das fein. Und Dach zu. Okay, jetzt gehen wir nochmal kurz ums Haus herum. Vorsichtig, au.
In der Hoffnung, dass das vielleicht hier liegt, aber das liegt hier nicht. Und ich glaube, selbst wenn, wäre es jetzt despawned. Ich glaube, wir haben eine Despawn-Rate von 6 Minuten. Wow, ohne Spaß. Meine Schalker-Box, die ich gerade eingefärbt habe, in die ich gerade meine ganze geile Scheiße reingetan habe, ist weg. Sie ist weg. Ein Fuchs hat sie gegessen und verdaut. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wow. Ich muss es nochmal prüfen, aber sie ist wirklich nicht da. Sie ist einfach weg. Das ist, wie sagt man? Ein bisschen dissend. Da war alles drin. Alter. Okay, plötzlich habe ich die Teile doch nicht mehr so gerne. Jetzt, weißt du, jetzt habe ich mich einmal entschlossen, ja? Jetzt habe ich mich einmal entschlossen, die Dinger zu benutzen, weil es ja irgendwie schlau wäre, ne? Es wäre ja irgendwie schlau, ne? Falk hat auch gesagt, Fuchs musst du mal eben machen. Das ist schlau, die färbst du dir anders ein. Dann machst du eine für Werkzeuge, eine für Baumaterial. Ich habe immer mindestens drei dabei, Alter. Ich habe immer mindestens drei dabei, hat der Falke gesagt, ne? Ja. Und dem Falken, Alter, dem glaub ich ja. Ja, wenn der Falke was sagt, dann ist da meistens Hand und Fuß dran, ne? So, Falke, Grüße gehen raus an dich. Danke für diesen genialen Tipp. Oh nein, all meine Sachen sind weg. Ich kann's nicht fassen. Ja, Falke, hast keine Füchse, ne? Sowas hast du nicht zu Hause. Die essen alles. Die essen alles. Die verdauen das sogar komplett. Guti, Leute, es ist nur, wie es ist. Ja, ich vergesse einfach, was drin war. Ich weiß es auch schon nicht mehr. Ist so, ja? Ist weg. Müssen wir mitleben. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass ich in der Nähe meiner Füchse keine Schalkerkisten mehr auf- und abbauen werde. Ja? Unfassbar. Also, ja, was soll ich dazu noch sagen, ne? Was soll ich dazu noch sagen? Ich würde sagen, ich gehe jetzt zum Trost. Ich war ja gerade dabei, mir eine Kiste... Ich komme doch nicht so ganz drauf klar. Also, ja, nee. Ich muss mich erstmal fangen, Leute. Ich muss mich jetzt erstmal fangen. Das war gerade ein leichter Downer, muss ich sagen. Also, es ist lustig, muss ich gestehen. Es ist lustig, weil das muss auch erstmal wieder passieren, ne? Das muss dir auch erstmal wieder passieren. Ja, dass du dir hier mit aller Mühe all deinen wertvollen Scheiß in so eine Schalker-Kiste reinmeddelst. Und dann kommt so ein Fuchs an und sagt sich so, nö. Und dann war's das, ne? Dann ist die Kiste weg. So, gut. Wir machen jetzt eine Kiste, so eine kleine, muggelige, wenn ich nicht noch eine habe. Ich habe ja gerade so ein bisschen was verloren. Unfassbar. 1, 2, 3, 4. So. Ach komm, nimm mal den Stack mit. Hab ich noch Birke? Gib mal rein. So, ja. Was war denn da noch? Nee, ich denke nicht drüber nach. Nicht drüber nachdenken. Ich weiß, dass meine Leinen waren weg. Boote sind schon mal im Postkasten. Oh, nee, Alter. Ich könnte mir natürlich jetzt einen Screenshot machen, ne? Aus meinem Video. Ich habe es ja aufgenommen. Ich weiß ja, was drin war. Um mir den Kram wieder her ins Inventar modeln, ja? Aber ich sag mal, wie es ist. Das ist untrue. Das ist ein Verlust, den müssen wir jetzt auch hinnehmen. Ein Fuchs hat all unser Hab und Gut verdaut und wird daraus wahrscheinlich, also so viel wie das war, ich denke, heute schon einen großen Haufen erzeugen. Und der wird dann irgendwo hier im Garten unter dieser Tanne vor sich hin stinken. Vielleicht gucken noch einige Brotteile aus diesem Haufen heraus und man kann noch grob erkennen, was er da gegessen hat. So eine Hacke, ein paar Leinen, was man halt so isst als Fuchs. Und dann ist das nun mal so, ne? Da muss man jetzt durch. So, und da stehe ich jetzt auch zu. Deswegen, da wird nicht rumgeeiert, ja. Da wird nicht rumgeeiert. So, guck mal hier. Eine dicke Biene. Eine dicke, glückliche Biene. Wir machen eben kurz so ein bisschen Bienenliebe, wo wir gerade hier sind. Und ernten natürlich. Guck mal da, jetzt können wir Bienenliebe machen. Ihr beide, so, Geschwister, komm her. Die andere auch, fliegt doch nicht weg. Guck mal, ich hab hier Blumen für euch. Ja, guck mal. Und flupp, flupp. Jetzt wird Liebe gemacht. Und eine kleine Babybiene ist rausgekommen. Oh Gott, ist das so süß. Tja, hab ja ein Amazon-Lager. Du hast echt so einen Hochregallager. Meine Lieben, nach dieser doch etwas interessanten Folge, die uns das Verdauungswesen der Füchse näher gebracht hat, das war richtig educational, muss man ja sagen, wir haben richtig was gelernt. Machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß.
Ich auf jeden Fall. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.